Welcome back. Ja, heute ist die komplette Unreal Engine 4 frei zugänglich für jedermann. Unreal Tournament Pre-Alpha, Unreal Tournament 4 in Klammern, Anführungsstrichen oben, was weiß ich alles. Ihr könnt mappen, modden, Muts, ihr könnt alles mitmachen. Komplett kostenlos. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst euch auf im Epic Games Forum registrieren, den Launcher runterladen und dann könnt ihr direkt loslegen. Allem. Ihr könnt auch einfach nur spielen und es einfach nur ausprobieren. Aber denkt dran, es ist eine Pre-Alpha. Das heißt, es wird noch sehr, sehr viele Änderungen geben. Auch hier gibt es wieder den Serverbrowser, einmal die Hubs. Im Moment alle von Epic, Elite, Beginner, Hound, was weiß ich alles. Ihr könnt aber auch individuelle Server nehmen, das sind die Umdi. Ja, darunter sind auch die von der G-Zone, logisch, und natürlich auch meine eigenen privaten. Wir hosten auf zwei verschiedenen Servern, einmal in Frankfurt und einmal in Falkenstein. Könnt ihr gerne zuschauen, spielen, es ist wurscht. Oder wir gehen jetzt einfach mal in eine sehr, sehr geile Map. Ihr habt sie vorhin am Anfang schon gesehen. Das ist diese dort, Outpost. Super schöne Map, super geil gemacht. Wir gucken uns sie jetzt mal an, in der Zeit, wo das ganze Stückchen hier lädt. Hört man schon? Ich hab alles da. Wir können uns nicht links bewegen, wir können uns nicht rechts. Doch, das geht. Aber Maus können wir nicht bewegen. Einmal reinklicken. 5, 4, loslegen. 3, angucken. 2, 1. Attacke. So. Wir sind hier schon mal in der Map drin. Ob es nicht so schnell ist. Ich muss nicht klar ins Namen. So. Müssen die Maus ändern. Ups. Alles sehr, sehr schön, richtig geil geworden. Ja, wie gesagt, Unreal Engine 4 jetzt komplett kostenlos. Das sind die Power-Ups. Richtig schön gemacht. Natürlich, das geht auch wieder wie in allen Teilen auch. Schmeißt es einfach nur weg. Das ist da hinten in der Ecke. Power-Ups. Genau. Kopf gestoßen, wie immer. Aufzüge funktionieren auch schon alle. Super geil geworden. Ja, jetzt mal bitte wieder das Ohr, genau. Die Spiegelungen einfach fantastisch. Einfach schon geil. So, wir gehen mal raus. Juhu! Hallo! Ups! Das konnte ich vorhin nicht. Nein, nein! Ah. Doch! Okay, dann nochmal. So! Rocket Launcher. Mal rein mit. Nein, wir probieren es nicht. Dann springen wir mal schon. So! Das wollte ich euch zeigen. Es ist einfach nur saugeil geworden. Klar, logisch. Das gibt's immer noch. Fliegen mal. Guckt uns das oben an. Ich möchte nicht weiter rausfliegen, weil irgendwann bin ich tot. Das ist mir vorhin schon passiert. Einfach nur. Boah. Wahnsinn. So, wir laufen mal wieder. Check. Genau. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Alle, ja. Sehr schön. Geh wieder rein. Ah, komm. Kommt man natürlich auch hin, dann logisch. Movement Kribbel. Na klar. Ah, da ist das, genau. Da kommt man natürlich hin, das Big. Big Help. Schöne Shields.
Dings. Die haben wir eben schon. Flack, die gibt's auch. Ping! Extra 3 Flack. Da oben ist die Schock, da wollte ich hin, genau. Wo ist er denn? Ach, andere Seite. Ich kenne die Map noch nicht. Na also. Und die macht auch richtig schön Bums diesmal. Also es wird ein schönes CTF-Match, CTF-Match sein mit Normal Weapons, weil die geht nicht gut. Das ist leer, aber macht nichts. Probieren wir es mal aus. So nicht. Ah! Die rutschen mal ab. Dann zeige ich nachher noch was. So, gehen wir mal in die Luft. Genauer. Nochmal. Also. Wir können einerseits von dahin. Dahin. Das geht eigentlich über den Aufzug. Müssen wir da ganz gut hinkommen. Oh, wir müssen mal raus. Ja, also. Relativ einfach. Wir versuchen aber jetzt nochmal die andere Seite. Ah, das ist die falsche Route. So. Alle, hepp. Ah, okay. Wieder schön in den Kopf gestoßen, wie immer. Aber jetzt gehen wir mal zu den Sachen hier. Brauchst du die Link? Wo ist die? Da ist er. Ja, Movement Kribbel wie immer. Hab's mal drüber geflogen. Das hat nicht mehr funktioniert. Siehst du, es geht. Und wenn man da jetzt durchläuft, macht's pup. Für uns nicht. Aber für den Gegner. Wir können das jetzt immer wieder weitermachen und weiterspielen. Zum Beispiel. So war das nicht geplant. Das ist nicht komisch. Irgendwann funktioniert es halt nicht mehr nur Platz. Alles. Schön die Eispickel. Wohlgemerkt, das war die Stinger. Früher hieß es Stinger. Weißt du, was ist immer noch Stinger? Ja, immer noch Stinger. Richtig schön gemacht. So, wir switchen gleich mal auf Leia. So funktioniert, wie wir das wollen. Return to Main Menu. Vorhin ist es abgedürzt. Da wollte das nicht. Trade Game. Ich bin mal gespannt. Entweder sind wir gleich wieder da oder was abgestürzt. Gucken wir mal. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Bitte, 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 bitte. Von wegen. Okay, das Game ist abgestürzt. Ich hoffe, es war eine relativ gute Einsicht über Unreal Tournament 4 auf Deutsch in der kostenlosen Variante. Viel Spaß auch weiterhin. Tschüssi.